Was letztes Mal geschah. Das Menschenkind Frisk stürzte in eine Höhle, in welcher einst die Monster wegen dessen Niederlage im Krieg gegen die Menschen versiegelt wurden. Undertale! Ja, Undertale. Es geht los! Dort trafen wir auf eine Blume. Hallöchen, ich bin Flowey, Flowey die Blume, welche sich jedoch als Feind entpuppte. Glücklicherweise rettete uns Toriel, die Hüterin der Ruinen. Sie belehrt uns und führt uns durch die Ruinen. Wie es weitergeht, seht ihr jetzt. Ja, menstastisches Willkommen zurück zu Undertale, dem Genozid Run. Folgendes: Ich habe tatsächlich schon diese Folge aufgenommen. Doch dann ist mir was aufgefallen. Ich war nicht im Genozid Run drin. Ich habe Dinge falsch gemacht und. Naja, das ist ja nicht der Sinn, wenn man den Genozid Run Let's Playen will. Also habe ich jetzt einfach mal alles neu gestaltet, bin jetzt bis hierhin nochmal hingegangen und wir werden jetzt erst nochmal, ich glaube 21 Gegner sind es, die man, bevor man den Endboss der jeweiligen Umgebung besiegt, besiegen muss. Und ich habe zu wenig Gegner besiegt. Und jetzt werde ich erstmal, ich glaube, das schneide ich mal wieder rein, alle Gegner besiegen, dass das alles wieder passt. Weil wir wollen ja schon nicht irgendein neutrales Ende bekommen, sondern wir wollen ja schon das Genozid-Ende bekommen. Na gut, bis gleich. So, Leute. Wie man schon an der Musik hört, hat sich was geändert. Oh ja. Entschlossenheit. Wir können endlich weitermachen, wir können weitergehen. Und das ist das allererste Mal, dass der Genozid bei mir funktioniert. Und ich habe jetzt 17 Minuten dran gesessen, bis ich alle Monster zusammenbekommen habe. Das hat so lange gedauert, das ist unglaublich. Aber wir können endlich voranschreiten. Oh. Ja, dieser, würde ich mal sagen, wohl geistreiche Kumpan, ne? Der hat sich wohl in Luft aufgelöst, nicht wahr? Ja, gut. Wen interessiert's? Ich meine, war ja sowieso ein Gespenst, von daher. Spinnkuchenbazar. Alle Einnahmen gehen an echte Spinnen. Das freut mich. 7G im Netz, also ich glaube, das ist doch nochmal. Einige Spinnen krabbelten herunter und gaben dir einen Donut. Passt total zu der Atmosphäre, gerade so nette Spinnen. Cool. Nee, aber ich glaube, das ist wichtig sowieso fürs Kämpfen. Das ist Heilung. Heilung ist gut. Einige Spinnen krabbelten herunter und gaben ihr einen Krug. Haben sie es verpasst? Spinnkuchenbazar rechts unten. Nein, habe ich nicht verpasst. Ich habe mir was gekauft und was gegönnt. Doch es kam niemand. Genau so soll es sein. Komisch, hier sind gar keine Froggits. Normalerweise sind hier im normalen Playthrough Froggits, die mit einem reden, aber die haben wohl Angst vor mir, ne? Hallo? Es ist schon eine Weile her, seit ich aufgeräumt habe. So schnell habe ich gar keinen Besuch erwartet. Wahrscheinlich liegen überall viele Sachen herum. Du kannst etwas nehmen, aber nicht mehr, als du tragen kannst. Vielleicht findest du eines Tages etwas, das dir wirklich gefällt. Dafür solltest du immer ein wenig Platz in deiner Tasche lassen. Ach, natürlich. So ein bisschen, ja, tote Froggits, ein bisschen Messer, Waffen. Doch es kam niemand. Das ist verdammt gruselig, um ehrlich zu sein. Ich habe Angst. Ich habe Angst, tatsächlich. Ui. Ja gut, das war Zufall. Das war auf jeden Fall Zufall. Ich meine hier, was stand da überhaupt am Schild? Es gibt nur einen Schalter. Und welcher der richtige ist, das siehst du, wenn das Licht angeht. Ne, Moment, ich glaube, so funktioniert das nicht. Na gut. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe noch El Ventilatoro an. Und ich glaube, den hat man gehört. Ich hoffe mal nicht. Oh. Doch es kam niemand. Ja, das finde ich supi. Auch irgendwie unnötig so. Also ich meine, wenn das eingeblendet wird, damit man... Lel? Achso. Trotzdem komisch, warum kann ich auf die Stacheln gehen?
Ja, wundervoll. Wenn du das liest, drücke den roten Schalter. Jo, dann mache ich das mal, ne? Bang. Badaboom, badabau, badabang. Du filmst ein klares Knicken. Knick die Knack? Nee, ich glaube, das ist jemand anderes. Doch, es kam niemand. Ja, kannst du mir endlich mal aufhören, das zu sagen? Wenn du das liest, drücke den grünen Schalter. Ja, woher sollte ich denn wissen, was jetzt der grüne Schalter ist? Rechts oder links? Links. Ja, ich hab Glück. Glück, ganz viel Glück. Und was ist hier? Und, oh, ja, einen schönen Panorama-Ausblick auf die ausgerottete Stadt, die wir jetzt hinter uns gelassen haben. Echt toll. Gefällt mir. Finde ich geil. Du findest das Spielzeugmesser. Das ist das Spielzeugmesser. Kann ich es ausrüsten? Hm. Oh ja, Spielzeugmesser. Hm. Ist auf jeden Fall mal schärfer als ein Stock, denke ich mal, ne? So. Dann lasst uns voranschreiten. Oh je, das hat länger gedauert, als ich dachte. Oh, du bist ja da. Wie bist du hierher gekommen, mein Kind? Bist du verletzt? Ich ein Kratzer. Erstaunlich. Dennoch, ich hätte dich nicht so lange allein lassen sollen. Es war unverantwortlich, dich auf diese Art und Weise zu überraschen. Ich denke, ich kann das wohl nicht länger geheim halten. Komm mit, mein Kind. Was denn geheim halten? Toriel? Was willst du von mir? Entschlossenheit, ja, das ist geil. Oh, das ist geil. Ja, was? Riechst du das? Überraschung! Es ist ein Karamell-Zipkuchen. Ich dachte mir, wir feiern deine Ankunft. Du wirst während deines Aufenthalts eine schöne Zeit erleben. Deswegen verzichte ich heute Abend auf Schneckenkuchen. Bitte was? Hier, es gibt noch eine weitere Überraschung. Ist mir doch egal, lass mich nach links gehen. Weil hier ist, glaube ich, die Küche. Genau. Der Ofen ist wirklich sauber. Torim nutzt wohl eher Feuermagie. Ja. Was für ein toller Duft. Leider ist es noch zu heiß, um es essen zu können. Ja. In der Spüle gibt weißes Fell. Wo sind die Messer? Das frage ich mich auch immer. Aus irgendeinem Grund liegt ein Markenschokoriegel im Kühlschrank. Ja, das ist ja mal No-Go. Also, was soll das? Oder so. Das ist es. Ein Zimmer ganz für dich alleine. Ich hoffe, es gefällt dir. Kannst du auf meinen Kopf zu streicheln? Brennt etwas an, fühle ich einfach ganz wie zu Hause. Das werde ich. Glaub mir. Das werde ich. Sind hier Messer? Ich glaube nicht, dass im Kinderzimmer Messer sind. Ein leerer Bilderrahmen. Er ist sehr staubig. Ich meine, wenn man sich schlafen legt, bekommt man sogar noch, genau, ein Stück Kuchen. Heilung ist wichtig, meine lieben Leute. Du findest ein Stück Karamell-Zimtkuchen. Gott. Die Musik ist wundervoll. Das muss man schon mal sagen, ne? Ich glaube, das ist Torils Zimmer, kann das sein? Ja, Torils Tagebuch. Markierten Eintrag legst du. Ah ja, komm, wenn schon, denn schon, ne? Du liest den Eintrag. Wieso wurde das Skelett entlassen? Weil es nie mit dem Herzen bei der Sache war. Der Rest der Seite ist voller Witze von ähnlichem Kaliber. Wow. Du wagst einen Blick? Skandalös. Es ist Torils Sockenschublade. Okay. Beruhigen Sie sich mal bitte hier. Zimmer wird renoviert. Ah ja, gut. Dann, ja, mach mal. Ich bin es. Kara. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich. Ich fange echt gerade an zu lächeln. Ich weiß nicht wieso. Bin ich krank im Kopf? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Na, Toriel, wie geht's so, du geile Frau, du, Alter, du Ziegenmutter, du. Ich wollte dich wissen lassen, wie froh ich bin, dass du da bist. Es gibt so viele alte Bücher, die ich mit dir teilen möchte. Ich zeige dir meinen Lieblingsort zum Käfersammeln. Ich habe sogar einen Stundenplan für deinen Unterricht erstellt. Ich habe aber nicht da unterschrieben, okay? Ich will das nicht. Es mag dich jetzt eventuell überraschen, aber ich wollte schon immer eine Lehrerin werden. Vielleicht ist es gar nicht so überraschend. Trotzdem, ich bin froh, dass du hier lebst.
Habe ich niemals gesagt. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Was gibt es denn? Dann kann ich gehen. Was meinst du, das hier, ist es jetzt dein Zuhause? Möchtest du etwas über das Buch erfahren, das ich lese? Es trägt den Titel 72 Anwendungen für Schnecken. Was meinst du? Kannst du mich bitte rausgehen lassen? Wie wär's mit einem Fakten über Schnecken? Wusstest du, dass Schnecken manchmal ihr Verdauungssystem ändern, wenn sie altern? Sag mal, können Sie mir bitte den Weg zum Ausgang weisen? Ich muss etwas erledigen. Bleib bitte hier. Sag mal, jetzt will sie einfach wegrennen. Was ist das denn für ein Benehmen? Ich will raus. Lass mich raus. Bitte lass mich raus. Hallo. Ich bin eingesperrt. Ich darf nicht mehr raus. Dann muss ich ja den Hintereingang benutzen. Oder den Hinterausgang. Das ist creepy. Toriel. Du möchtest wissen, wie du nach Hause kommst, nicht wahr? Vor uns liegt das Ende der Ruinen. Ein Ausgang, der zum restlichen Untergrund führt. Ich werde ihn zerstören. Oder was? Niemand will je wieder hier herauskommen. Nun sei bitte ein braves Kind und geh wieder nach oben. Sag mal, spinnst du jetzt komplett? Sind die Ziegen mich wohl etwa in den Kopf gestiegen? Jeden Menschen, der hier runterfällt, trifft das gleiche Schicksal. Ich muss es immer und immer wieder mit ansehen. Sie kommen, sie gehen, sie sterben. Naives Kind. Wenn du die Ruinen verlässt, werden sie, Eskor, wird dich töten. Ich beschütze dich nur, verstehst du? Geh in dein Zimmer. Also ich... Halt, stopp hier. Also ich glaube, pass mal auf. Wir werden schon sehen, weil ihr wen tötet, okay? Versuche nicht, mich aufzuhalten. Das ist die letzte Warnung. Das werden wir noch sehen, ne? Ich möchte hier raus und jetzt lass mich wieder rausgehen. Wenn du nicht willst, dann, Du möchtest so dringend gehen? Ja, pass mal auf, du! Pass mal auf, du! Du dumme Sau! Du bist genau wie die anderen. Es gibt dafür nur eine Lösung. Beweise dich. Beweise mir, dass du stark genug bist, um zu überleben. Warte. Warum starrst du mich so an? Als hättest du einen Geist gesehen. Weißt du etwas, was ich nicht weiß? Nein, das ist nicht möglich. Toriel blockiert den Pfad. Wohl nicht lange, nicht wahr? Gut. Toriel? Leider? Vor allem willst du es ja wirklich auf die Hand tun, ne? Stirb in der Hölle. Du hast mich wirklich so sehr. Jetzt verstehe ich, wen ich wirklich beschützt habe. Nicht dich, sondern sie. Ja! Ich spüre diese Kraft. Diese blutrünstige Kraft des Genozids. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auch Toriel töten wollt, gebt ein Like. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir rausfinden, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Bis dann und bye.